Moin Freunde, hier ist der Bambam und hier ist der nächste Highscore im EP-Wahn im Juni, Tierstufe 10, ihr wisst Bescheid, und jeder Kill, den ihr macht, gibt einen Huni extra. Ja, Highscore ist gebrochen, ihr habt die Punktzahl schon gesehen, knapp 2000 EP sind zu knacken jetzt und wir fahren mit hier, mit dem neuen Rekordhalter, mit, jetzt mal gucken hier, Nuclear Snake. Und er fährt im Zug mit PM97T99, den kennen wir schon, der hat auf meinem Kanal schon mal das ein oder andere Ründchen gefahren. Er fährt im Super Conqueror und der Einsender hier fährt den T57 Heavy Tank. Den habe ich auch. Und den Super Conqueror, der fehlt mir noch. Den muss ich noch ausspielen. Okay, also ganz kurz noch zum Fahrzeug. T57 Heavy. 10er, ein 10er Heavy der Amerikaner. Es gibt ja noch den E5. Das hier ist ein Fahrzeug mit einem Wiegeturm. Das heißt, der Turm ist wie so eine Wiege. Ne? Also deswegen heißt es auch Wiegeturm. Ist ein Autoloader. Und hat 4 Schuss im Magazin, wie ihr sehen könnt, hier neben der 16. Alle 2 Sekunden kann er einen rausjagen und für das komplette Magazin nachzuladen, für den kompletten Clip nachzuladen, braucht er Stock circa 30 Sekunden. Und wenn ihr die Crew richtig gepimpt habt und das Fahrzeug auch kommt, ihr so auf gute 23 Sekunden könnt ihr drunter schaffen. Ne? Das ist dann schon DPM-mäßig ziemlich gut. Ja, 120 mm Geschütz ist verbaut in dem Fahrzeug und hat eine Penetration von 258 mit normaler Munition, 340 mit Heat und HE-Granaten hat er sowieso keine dabei. 400er Kellen teilt das Ding aus, das heißt also 4 Schuss a 400 Damage, wenn es denn so passt, bringt ergo 1600 Damage. Wenn ihr euch jetzt mal die Struktur zum Beispiel von dem Super Conqueror hier nebendran anguckt, der mit 2400 Health Points da steht, dann ist eins völlig klar, ihr könnt nicht mit dem T57 Heavy zum Beispiel einen Super Conqueror mit einem Clip ausschalten. Das ist nicht machbar. Und das ist auch das Problem eines solchen Fahrzeugs. Ihr müsst gucken, dass ihr im Team spielt, zusammen. Oder ihr agiert aus der zweiten Reihe, wo ihr nicht sofort ins Visier der gegnerischen Panzer geraten tut, sag ich mal. Ne? Denn wenn ihr nur 1600 Schaden machen könnt und dann 30 Sekunden, sagen wir mal, im Schnitt 25 Sekunden Reload habt, dann macht so ein Super Conqueror macht dann schon ein bisschen den Willi mit euch, ne, in der Zeit. Da müsst ihr, daran müsst ihr denken. Also, rechnet euch aus, was der Gegner noch an Health hat, an Struktur, ne, und dann greift ihr den an. Und ihr wisst, es geht immer auch mal ein Schuss vorbei. Also geht nicht davon aus, dass ihr immer eure 1600 Damage anbringt. Ja? Nur mal so ein Tipp von mir. Panzerungstechnisch hat das Fahrzeug an der Wanne frontal 228 mm. Also das, was in der Regel so der Schwachpunkt ist, ist bei diesem Fahrzeug hier wirklich die Stärke. Der Turm 152 mm frontal und das war es dann auch. Der Turm hat an der Seite nochmal 127 und ansonsten ist das Ding aus Pappe. Ja? Hinten hat der Turm 50, die Wanne an der Seite 44 und hinten auch 44. Also den Turm könnt ihr gerne rausgucken lassen, wenn möglichst frontal. Die Wanne zeigt auch am besten immer frontal zum Gegner und ansonsten guckt, dass ihr irgendwie in Deckung kommt mit dem Ding. Versucht aus der zweiten Reihe zu agieren, angeschossene Panzer rauszunehmen, dafür ist das Ding top. 810 PS bringen den Panzer auf 35 km/h und somit sind wir auch schon durch. Wir fangen an, wir gucken uns an, was die beiden hier machen und wie der neue Highscore im EP-Wahn im Juni zustande gekommen ist. Jetzt geht es hier erstmal rechts ab für den Super Conqueror. Nein, ich gehe mal davon aus, dass es sich jetzt im TeamSpeak bzw. Discord, wir reden ja nicht mehr von TeamSpeak, wir reden ja nur noch von Discord. Im Moment natürlich ganz aktuell unsere Allianz auf 4 Clans erweitert. Wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord, den Link seht ihr auch unterm Video. Und es ist eine riesen Spieleplattform mittlerweile, die Leute zocken alles Mögliche. Und World of Tanks Clans haben wir jetzt mittlerweile 4. PBSH, Mask, Rabe und seit neuestem auch der Clan Durst. Und wenn man Durst
mit klaren Namen heißt, ist man natürlich in unserer Allianz sowieso willkommen. Ja, das war der Spruch von Gravum. Das muss ich jetzt mal gerade noch so dazu sagen. Ne? Okay, wie gesagt, Discord-Link findet ihr. Kommt vorbei und zockt mit uns, egal was ihr wollt. So, jetzt sind wir hier am Hill, sind auch in der Game-Sicht von Nuclear Snake. Vorsicht, hier rechts kommt eine Badget. Da hinten steht noch ein TVP. Ja. Und der TVP ist ja auch ein Autoloader, das wisst ihr ja. Oh, guck mal hier. Habt ihr gesehen, der Conqueror, wie er die Hits am Turm wegsteckt. Sehr, sehr schön. Müssen wir mal gucken. Die Badget kommt noch mal weg. Da hinten kommt... Boah, der V! Weg, 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 weg! Der V! Aber sagen wir es mal so, der FV ist jetzt natürlich auch nicht der, der härteste. Dem konnte man ein paar einschenken. Oh, das ist hier natürlich geil, ne? Wie die hier am Hang ihre Gun Depression alle einsetzen. Das ist schon cool. Jetzt müsste irgendwann mal was passieren. Die Arti kämpft von hinten auch mit. Da kommt ein Objekt. Oh, 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 oh. Das kann er auch nochmal penetrieren. Der Super Conqueror auch. Und jetzt... Ne, ich dachte, die pushen jetzt. Aber es scheint nicht so. Sind sie jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt. Der Super Conqueror startet den Push. Der Super Conqueror startet den Push und jetzt geht's nach vorne. Jetzt bin ich gespannt. Der Push, jetzt kommt der Push. Ja, Super Conqueror steht Hull down. Jetzt gibt's massive Probleme für den T10. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das Objekt müsste rausgehen. Jawohl, erster Kill. Jetzt haben wir auf der rechten Seite, müssen wir natürlich aufpassen. Weil der T10 kriegt auch nochmal... Vorne kommt Unowat. Ne, der FV macht... Der FV verpisst sich. Unglaublich. Jetzt haben wir hier rechts nochmal zwei Autoloader. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das macht der Conqueror. Jawohl. Erster Kill. Und jetzt... Oh je. Badget. Drei Autoloader. Badget, TVP und T57 Heavy. Um Gottes Willen. Badget hat auch nachgeladen. Boah, jetzt geht's ab. Badget prallt ab und brennt ab und ist raus. Sehr schön. Er lädt nach. Heat. Jetzt kommt vorne der T57 Heavy. Fährt aber nicht rum. Der Super Conqueror versucht die beiden von hinten anzugreifen. Da ist jetzt noch der T57 Heavy und der TVP. Es steht 5 zu 6. Der FV, wo ist denn der FV hin? Der FV hat sich verpisst und das war, glaube ich, auch gut. Da ist der TVP raus und... Oh, geil. Geil, 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 geil. Vierter Kill. Jetzt hat er noch einen Schuss. Da unten ist noch ein Objekt. Objekt. Genau, zielen. Ja. Und nur die Kette. Jetzt wieder der Reload. Es steht 7 zu 8. Ach, guck mal hier. Der Conqueror hat das Objekt angezündet. Geil. Und? Brennt natürlich nicht ab. Aber er hat es jetzt... Oh, Mäuschen. Wow, 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 wow. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, neben die Kanone. Hm, Mäuschen schießt aber auch schön zurück. Ja, das war's. Schade. Gut. 11-11. 4 gegen 4 noch. 4700 Schaden auf der Uhr. Der Conqueror hat 3 Kills, er hat 4 Kills. Also Waffenbrüder haben es auf jeden Fall schon beim Sack. Jetzt wollte er eigentlich im Reload darunter heizen, tippe ich mal, hat aber gemerkt, dass der Gegner aufgehört hat zu cappen. Und somit bleibt er jetzt hier oben bei seinem Teammate. Finde ich im Übrigen ziemlich gut. Die zwei spielen komplett so, wie ich es am Anfang gesagt habe, bleibt zusammen. Und da ist die Maus raus. Die Maus ist raus. Das Mäuschen. 13 zu 11. Jetzt haben sie das Ding doch, würde ich sagen, fast im Griff. Oder? Drei Heatgranaten hat er noch im Lauf. Jetzt fährt er auch runter. Aber der Conqueror kommt mit. Er kommt mit. Die Badshot aus seinem Team ist im Cap. Auch gut.
Das macht natürlich auch Sinn. Aha, wo ist das Objekt? Oh, das Objekt ist hinter dem Skoda. Damit hat der Skoda, glaube ich, nicht gerechnet. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. 3 gegen 2. Und jetzt greifen die 2 natürlich die Bedchat an. Das ist natürlich jetzt stramm. Und das Tech-Team Super Conqueror und T57RW kommt jetzt zum Verteidigen, also zur Hilfe für die Bedchat. Aber ich glaube, die kommen zu spät. Das schaffen sie nicht. Ich tippe mal ganz stark. Ja, da sind sie schon. Und da ist das Decap. Und da ist er raus. So, jetzt die beiden Heavys hier gegen das Objekt und die Bedchat. Hier gibt es nochmal einen Auffahrunfall. Einen konnte er ihm verpassen. Die Frage ist natürlich, er lädt auch nach. Die Frage ist natürlich jetzt, wo ist die Bedchat hingefahren? Ich würde ja schon fast sagen, die kriegt der Conqueror jetzt in die Seite gehämmert, die Bedchat. Nee, nicht. Der Reload ist jeden Moment durch vom T57 Heavy. 5100 Schaden auf der Uhr. Geil. Was macht der mit dem Objekt? Ich wäre doch hinter der Kirche stehen geblieben. Ja, Objekt ist Geschichte. Kill Nummer 6, Kriegermedaille. Schön. 5500 Schaden. Now let's see your skill. Hä, was schreibt der? Gott, oh Gott, was die da immer eine Scheiße schreiben. Menschenskinder. Im Übrigen, gestern bin ich eine Stunde gesperrt worden, weil irgend so ein blöder Penner. Und zack! Da hat er ihn. Sehr schön, sehr schön. 7 Kills am Ende der Conqueror. 3 Kills. 5800 Schaden gemacht. Das ist natürlich auf jeden Fall ein geiles Ründchen gewesen. Und die zwei haben genauso gespielt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Bleibt mit dem T57 Heavy möglichst immer zusammen im Zug, zu zweit, zu dritt, ne? Damit kannst du das Fahrzeug wunderbar einsetzen und angeschlagene Gegner einfach rausknippen. Klippen, knipsen. Gut, was ich noch sagen wollte, war, ja, gestern bin ich ein Stündchen gesperrt worden. Jetzt muss ich euch erzählen, wie das passiert ist, ne? Also, Matilda Black Prince habe ich gefahren. Das ist ja dieser 5er Premium-Brite. Und das Ding ist ja lahmarschig ohne Ende und hat ja, schießt ja, wenn du damit kein APCR schießt, dann ja, der hat ja keinen Durchschlag, der Panzer, ne? Und sowieso langsam. Und dann waren wir auf der Karte Gletscher und ich fahre da los auf Gletscher und dann schreibt schon gleich so ein T34 von den Russen hier, so ein Typ, nice matchmaking, lost game, goodbye. Und fährt dann irgendwo hinten an den Felsen und will sich da zu Tode stürzen. Ich gucke ihm da so zu und dann kommt ein Panzer T25, der deutsche Premium, der 5er, stellt sich quer vor mich und ich, okay, denke ich, er hat vielleicht irgendwie was verpeilt. Setzt zurück, will links vorbeifahren, fährt er rückwärts. Will rechts vorbeifahren, fährt er vorwärts und lässt mich einfach nicht durch. Dann fängt er noch an, auf mich zu schießen und da sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt, ne? Also, irgendwann ist auch mal gut. Also solche Vollassis. Ja? Und er hat es nur drauf angelegt gehabt, sonst gar nichts. So ein Spasti. Ja? Also unglaublich. Okay, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, warum ich gestern eine Stunde gesperrt wurde. Dann war ich ja noch blau. Gottes Willen. Gott sei Dank war das in einem Livestream. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal und gucken uns mal die Auswertung an. Ne? Also, auf geht's. Das ist sie, die Auswertung, Freunde. T57 Heavy Tank, Panzer Ass, Nuclear Snake, Waffenbrüder und Kriegermedaille hat er noch gemacht. 7 Kills, 5800 Damage. So, jetzt gucken wir mal. 700 EP plus 1264 bringen uns auf 1964 Erfahrungspunkte. Wobei hier der Super Conqueror mit 7200 Damage rausgeht. Ach, geil, oder? Hammer. Auch er. Mit 1253 EP ist nicht schlecht. Plus die 300 kommt aber leider nur auf 1500. Also, das ist die neue Hausnummer, Freunde. Okay, was einem direkt ins Auge fällt, ist natürlich wieder das, ne? Macht 80.000 Credits Holder rein und dann allein die Munition verballert das ganze Geld schon. Ist stramm, ne? 11.000 minus am Ende, aber Tagessieg mal 2, persönliche Reserven und im Platoon fahren bringen dem 6.000 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich geil.
22 Schuss, 22 Treffer, 18 Durchschläge. Schaden hatten wir schon und ansonsten hätten wir das hier auch alles. Dann gucken wir uns das noch einmal hier an. Das passt alles soweit. Gut, in der Teamauswertung gucken wir jetzt mal, ob wir noch irgendjemanden gekannt hätten oder ob hier ein Mitarbeiter des Monats versteckt ist in dem Ganzen hier. Aber es scheint nicht so. Ich kenne nur auf jeden Fall Kenner bis jetzt. Und ein Mitarbeiter des Monats, Jagdpanther. Ja, sehe ich auch keinen. Ich bedanke mich natürlich bei Nuclear Snake für diese geile Runde. Und das ist das, was ihr jetzt knacken müsst, Freunde. 1964 Erfahrungspunkte. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin. Euer Bam Bam. Tschüssikowski.